Hallo liebe Schach960-Freunde, ich zeige euch eine weitere interessante Partie zu dieser Ausgangsstellung aus der 8. Runde des Schach960-Festivals in Berlin. Und zwar die Partie zwischen dem internationalen Meister Michael Klenburg, ein eher unbekannter Name. Er ist aber auch FIDE-Trainer und kam extra aus Israel nach Berlin gereist. Und Andrei Orlov, einem Großmeister, der für Düsseldorf in der 2. Bundesliga spielt. Klenburg war weiß und er begann die Partie mit d4 und es ging weiter mit d5, Springer f3, Springer d6, c3 und c6, Springer g3 und f6. Soweit so gut. Beide haben sich bislang ganz normal aufgestellt. Gegen den Aufmarsch der weißen Leichtfiguren hat sich Schwarz hier mit f6 und Springer d6 ganz gut gewappnet. Er kontrolliert auf diese Art die Felder e5, f5 und g5 ganz ordentlich. Jetzt hat Weiß hier wohl mehrere sinnvolle Fortsetzungen. Einmal die ruhige Variante mit Läufer c2 und Läufer d2 und der c-Rochade. Oder aber e2, e4, vorbereitet eventuell durch Turm e1. Aber was unklar bleibt, ist, wo sich die weiße Dame einmal hin entwickeln wird. Der G-Bauer ist verstellt, h4 wird mit h5 beantwortet. Okay, dann wäre eventuell Läufer f4 und Dame h2 eine Idee, wie die Dame ins Spiel kommen könnte. Aber wie soll Weiß auf Springer e6 oder Springer g6 reagieren? Und auch das Feld g4 wird für den schwarzen Läufer zugänglich. Das sind Fragen, die man nicht auf Anhieb gut beantworten kann. Das macht man nicht gerne. Mir gefällt hier Turm e1 nebst Dame f1 am besten. So bleibt Weiß flexibel und kann später dann e3 oder e4 folgen lassen und Dame e2 zum Beispiel spielen. Mehr ist eben nicht drin für Weiß in dieser Stellung. Sonst hätte er nicht Springer g3 ziehen dürfen. Ohne Springer g3, wenn wir hier doch noch einmal einen Zug zurückgehen, hier nach dem dritten Zug hätte Weiß hier zum Beispiel G4 gespielt. Dann wäre später vielleicht auch H4 möglich oder auch Läufer F4 und der Läufer könnte sich vielleicht auf G3 verstecken. Weiß hätte es auf alle Fälle nach dieser Fortsetzung leichter gehabt, seine Dame ins Spiel zu bringen. Aber kommen wir nun zur Partie zurück. Nach F6 hat sich Klenburg zur Fortsetzung e2, e4 entschieden. Nun kam Läufer g4, h3, Läufer d7 und die g-Rochade von Weiß. Und das ist ein lehrreicher Fehler oder zumindest eine sehr verpflichtende Entscheidung. Er legt sich im Grunde viel zu früh fest mit der Rochade und liefert Schwarz einen prima Plan an die Hand, nämlich den Angriff auf diese weiße Rochade. Und der vorgezogene Bauer auf h3 bildet dafür schon eine ideale Angriffsmarke für Schwarz. Und vor allen Dingen die Dame wird aus dem Eck nicht herauskommen, ohne dass sich Weiß weiter seine Königsstellung schwächt. Und last not least war die Rochade auch überhaupt noch nicht notwendig. Im Zentrum hat hier überhaupt nichts gedroht. Turm e1 oder Läufer d3 waren hier auf alle Fälle bessere Züge. Gut, mit Turm e1 hat er sich dann auch festgelegt, dass der König in der Mitte bleibt. Aber eben Läufer d3 oder auch b3 nebst Läufer d3 und vielleicht sogar Läufer a3. Wäre interessant, wenn man zunächst noch die Läufer besser stellen möchte. Nach der G-Rochade, und jetzt sind wir wieder in der Partie, ging es weiter mit H7, H5. Schwarz macht hier bereits Nägel mit Köpfen und beginnt seinen Angriff auf die weiße Rochade. Und die Antwort von Klenburg war E4, E5. Ja, ein Fehler kommt selten allein. Unbedingt nötig war hier
H3, H4, um sich dem aufkommenden schwarzen Angriff entgegenzustellen. G5 wäre hier natürlich viel zu früh, wegen H schlägt G, F schlägt G und Läufer G5. Das ist natürlich dann auf einmal schon gut wieder für Weiß. Schwarz müsste wohl G6 spielen und nach E schlägt D5, C schlägt D5 und Springer E2 beispielsweise ist die Stellung schon noch in Ordnung für Weiß. Vielleicht kommt er nun tatsächlich noch zur Entwicklung der Dame über die Diagonale H2, B8. Es mag sein, dass Weiß nach H4 Läufer G4 befürchtet hat, aber das ist nicht so stark, wie es aussieht. Er könnte hier ganz einfach mit Turm E1 fortsetzen und Läufer schlägt F3 und G schlägt F3 wäre für Weiß eben doch kein Problem. Die weiße Dame kommt nun wieder besser ins Spiel. Das Zentrum ist gut kontrolliert und G7, G5 sieht zwar bedrohlich aus, aber es geht König F1 und das passt schon für Weiß. Sein König steht zwar auch langfristig nicht gerade sehr sicher, aber das Läuferpaar und das schöne Zentrum sollten eigentlich ein Äquivalent dafür sein. Aber E4, E5 ist auch wieder eine ungenaue Entscheidung, denn Schwarz hat Springer F7 und der Angriff auf den Bauern E5 ist sehr unangenehm. Er kann gegebenenfalls durch den Zug des G-Bauern und den Druck der Dame von H8 auf E5 verstärkt werden. Es zeigt sich, dass Weiß den Punkt E5 nicht lange wird halten können. Er hat hier Turm E1 gespielt, die Fortsetzung E schlägt F6 und G schlägt F6 ist auch nicht gerade attraktiv. Hier steht Schwarz besser, die G-Linie ist schon offen und bietet gute Angriffsmöglichkeiten. Nach Turm E1 kam H4, Springer F1 und Weiß steht jetzt doch sehr passiv. Und nun geht tatsächlich auch der E-Bauer verloren. Es kam F schlägt E5 und nach D schlägt E5 G7 G5. Der Bauer ist dreimal angegriffen und nur zweimal gedeckt. Und darüber hinaus droht Schwarz auch mit G4 weiter anzugreifen. Würde Weiß zum Beispiel Dame H2 spielen, dann wäre G4 hier eine starke Fortsetzung. Weiß hat es mit einem Bauernopfer versucht, beziehungsweise nach Springer 1 H2 und Springer schlägt E5 mit Springer G5 nun fortgesetzt. Aber es macht alles im Grunde nur noch schlimmer, denn nun ist die G-Linie geöffnet und die bietet dem Schwarzen, wie vorhin schon gesagt, gute Angriffschancen. Dame F6 war die einfache Antwort von Schwarz. Es ist klar, es hat Turm E5 nebst Springer F7 gedroht. Das ist natürlich für einen Großmeister leicht zu erkennen. Nach Dame F6 droht Schwarz seinerseits mit Turm schlägt G5. Es ging also weiter mit F2, F4 von Weiß und Springer EG6. Und damit ist der Bauer F4 auch gleich schon dreimal angegriffen. Man beachte den Läufer auf B8. Ja, Schwarz steht hier mittlerweile ganz klar schon besser und sein Angriff spielt sich auch schon ganz leicht. Der Bauer F4 geht verloren, er ist ungenügend gedeckt und weil die Figuren von Weiß nicht aktiv genug stehen, hat er auch keine taktischen Möglichkeiten. Weiß hat hier F5 gespielt. Und nun ging es weiter mit Springer F4, auch das ist nicht allzu schwer zu finden. Es droht nun wieder Turm schlägt G5. Aber der Springer G5 kann wegen des Drucks des Turms von G8 auch nicht gut ziehen. Also hat Weiß hier Springer HF3 gespielt, musste aber eben nun seine beiden Springer geben für den schwarzen Turm, also
Turm G5, Springer G5 und Dame G5. So war also die Partie. Aber damit steht Schwarz nun klar auf Gewinn. Denn auch aus dieser Fesselung des Springers F4 kann Weiß keinen Profit ziehen. Turm F1 würde natürlich mit Springer E2 Schach beantwortet und Weiß verliert Material. Also hat Kleenburg Läufer E3 gespielt. Nun geht auch noch der F-Bauer verloren. Läufer schlägt F5, Läufer schlägt F5, Dame F5. Turm AD1, das ist alles schön und gut, aber die Dame H1, die bleibt im Eck. Dieses Problem hat Weiß nicht lösen können. Schwarz steht hier klar auf Gewinn und im Grunde hält jede Fortsetzung von Schwarz den Vorteil auch fest. Weiß ist hier schlicht und einfach machtlos. Schwarz hat Springer 8 E6 gespielt, Läufer F2 und Läufer D6. Und er hat auf diese Art und Weise den Einsatz des Turms A8 auch noch vorbereitet. Läufer H4, König D7, Läufer F2 und Turm G8. Und jetzt hatte Weiß tatsächlich genug von diesem Trauerspiel und hat hier die Partie aufgegeben. Es wird auch nicht mehr lange dauern und die weiße Stellung fällt in sich zusammen. Schwarz hat so viele Drohungen. Springer G2, Springer H3, Dame C2, nebst Springer E2 beispielsweise. Es bleibt hier dem Weißen tatsächlich nur noch die Aufgabe der Partie. Ja, eine hübsche, kurze Partie, ein überzeugender Angriff von Andrei Orlov und ein weiteres Beispiel dafür, dass man sich im Schach 960 gut überlegen soll, ob die G-Rochade richtig ist, wenn die Dame auf H1 steht. Man sollte sich ziemlich sicher sein, dass diese Dame da im Eck auch herauskommt, sonst kann es schnell zu so einem Fiasko wie diesem hier für Weiß kommen. Und das war's auch schon wieder für heute. In einer Woche sehen wir uns wieder beim nächsten Schach 960 Training. Bis dahin also, ciao!